Wie kann ich die Fahrtrichtung eines Drehstrommotors wählen? Hallo, erfahren Sie, wie Sie mit Magnetschützen Wechselstrommotoren betreiben. Diesmal kann der Benutzer die Betriebsrichtung des Motors auswählen. Mit dem SS-Wahlschalter auf dem Bildschirm können Sie die Richtung des Motors in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ändern. Schauen Sie sich zunächst das einfache elektrische Ablaufdiagramm unten an. Am Motor befinden sich zwei Magnetschütze MC1 und MC2. MC1 ist ein Magnetschütz, das in Vorwärtsrichtung arbeitet. MC2 ist ein Magnetschütz, das in die entgegengesetzte Richtung arbeitet. Zur Ausrichtung des Motors sind zwei Magnetschütze erforderlich. Die Spannungen von MC1 sind R, S und T. Die Spannungen von MC2 sind T, S und R. Wenn Sie die beiden Positionen der Drehspannung ändern, läuft der Motor in die entgegengesetzte Richtung. Wenn der Benutzer den SS-Wahlschalter wählt und den PB-Druckknopf drückt, arbeitet der Motor in Richtung des Motors. Stellen Sie für jedes Gerät eine Verbindung her. Die Verbindung ist beendet. Starten Sie nun den Motion Check. Beobachten Sie die Richtung, in die der Motor über den Wahlschalter und die Drucktaste angetrieben wird. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB. Release the button. PB. Input on. SS. Press the button. PB. Release the button. PB. Input off. SS. Press the button. PB. Release the button. PB. Press the button. PB. Release the button. PB. Input on. SS. Press the button. PB. Release the button. PB. Input off. SS. Press the button. PB. Release the button. PB. Input off. Wiring breaker. Zwei Magnetschütze können die Drehrichtung eines Motors ändern. Wenn Sie zwei oder drei Phasenspannungen ändern, können Sie auch leicht in die entgegengesetzte Richtung des Motors wechseln. Danke fürs Zuschauen. Überprüfen Sie das Abonnement und dergleichen Button. Wir werden immer mehr Lernvideos machen. Alle anderen Fragen würden sich freuen, wenn Sie sie in den Kommentaren unter dem Video hinterlassen. Einen schönen Tag noch.